Quelle des Genusses. Bannecke. Feinkostflüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Bannecke.de. Heute widmen wir uns wieder einem von den ganz klassischen Cocktails, und zwar einer Abwandlung des ganz klassischen Martinis, und zwar den Gibson. Der Gibson wird zunächst einmal hergestellt wie ein ganz normaler Martini mit Gin und einem trockenen Wermut und wird dann zu guter Letzt nicht mit einer Olive dekoriert, sondern mit einer Perlzwiebel. Wir fangen an mit 5 cl Gin. Dann ungefähr 1 cl Wermut. Der Drink wird natürlich wie jeder Martini gerührt. So, wenn er dann richtig kalt geworden ist, seihen wir ihn in eine vorgekühlte Martini-Schale ab. Und dekorieren zu guter Letzt mit der obligatorischen Perlzwiebel, die den Gibson erst zum Gibson macht. Und fertig ist ein weiterer absolut klassischer Cocktail. Cheers! Ja.